Was geht ab, mein Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid, Freunde. Es sind ein paar Sparringsclips von Mike Tyson aufgetaucht, relativ aktuelle in der Vorbereitung jetzt für seinen Kampf gegen Jake Paul. Diese Sparringsclips würde ich jetzt gerne gemeinsam mit euch mal anschauen, um analysieren zu können, wie fit ist Mike Tyson denn gerade aktuell überhaupt und wie wird der Kampf gegen Jake Paul möglicherweise denn ablaufen? Bevor wir jetzt damit aber losgehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung. 20% auf alles, das gibt es gerade bei ESN mit meinem Rabattcode RINGLIFE. Egal, was ihr aus dem Shop haben möchtet, auf alles gibt es mindestens 20%. Ich blende euch mal mein Rundum-Sorglos-Paket ein, das könnt ihr alle genauso nachbestellen. Ist für alle Sportler und auch Normalos im Alltag gut, um fitter zu sein, gesünder zu sein und allgemein mehr Muskulatur aufzubauen. Jetzt geht's weiter. Okay, also das ist jetzt ein richtiges Sparring. Kopfschutz, alles ist am Start. Oh, wow, richtig. Oh, mein Tyson, einfach der Kampfstil von Tyson, egal wie oft man sich das anschaut, es ist einfach immer wieder aufs Neue geil. Hier, da. Ah, richtig schön rausgemieden nach links und dann den Treffer zum Körper gesetzt. Hier schöne Dreierkombination, linker Haken als Abschluss. Gut am Kinn erwischt, das hat dem Sparringspartner überhaupt nicht gefallen. Auch ein großer, kräftiger Kerl, der Sparringspartner. Junge, auch der Rücken und so alles immer noch echt top entwickelt, ne? Gut, wir müssen aber auch eine Sache jetzt hier wirklich bedenken. Mike Tyson ist gerade mies auf Stoff, also wirklich. Wachstumshormone, Testosteron mit Sicherheit und dann macht er auch noch seine Stammzellentherapie. Stammzellentherapie sorgt schon auch dafür, dass man ein paar Jahre quasi, dass die Uhr ein paar Jahre nach hinten gedreht wird und dann man ein paar Jahre gefühlt jünger wird. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass vor einer Weile hatte Tyson so eine Nervenkrankheit, die seinen Rücken und seine Beine belastet hat. Also da ist er auch mit Krücken rumgelaufen, musste teilweise auch mit dem Rollstuhl durch die Gegend gerollt werden, ne? Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob diese Clips hier von dem Sparring von vorher sind oder jetzt wirklich komplett aktuell sind. Ich denke maximal, dass diese Clips so ein Jahr alt sind. Ja, viel älter werden die wahrscheinlich nicht sein. Ist nur die Frage, ob die jetzt aktuell sind. Oder wie gesagt, das vor dem Rücken und mit den Beinproblemen war. Man sieht auf jeden Fall, dass das Tempo natürlich nachgelassen hat. Tempo ist somit eine der ersten Sachen, die weggeht. Kraft ist so das, was bis zum Schluss bleibt. Schlagkraft, ja. Und bei Tyson wissen wir, dass er mehr als genug Schlagkraft hat. Aber man sieht, dass auf jeden Fall das ein bisschen so das Tempo einfach nicht mehr genauso ist wie früher. Bewegungen und so sehen aber immer noch gut aus. Ja, das ist halt, seht ihr, er meidet halt, aber er kassiert trotzdem so ein, zwei Treffer, weil er meidet zu langsam. Früher war das ein bisschen schneller alles, so jede Bewegung war ruckartiger, explosiver. Jetzt ist es ein bisschen träger und ein bisschen langsamer und das öffnet natürlich auch große Lücken, um dann selber getroffen zu werden, ne? Und da mache ich mir nur selber ein bisschen Sorgen, so. Aber die Angriffe sind immer noch brutal, also wirklich, ich glaube, dass man immer noch nicht hinter diesen Treffern stecken möchte und die kassieren will, ehrlich nicht. Der Typ ist fast doppelt so alt wie ich und würde mich im Sparring immer noch verprügeln einfach. Das ist so unnormal, ne? Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, weil hier auf seinem Shirt steht Magic Mike Russell. Dann habe ich jetzt kurz mal auf Boxrec geschaut und das ist sein Sparringspartner. Michael Russell hat eine Statistik von 5:1, 3 Siege durch K.O., eine Niederlage. Der ist 1,85 Meter groß und ist eigentlich ein Cruiserweight. Aber der ist aktuell inaktiv. Okay, wenn man sich auch so die Statistik von dem anschaut, also das ist jetzt kein Weltklasse-Sparringspartner, den er hat. Aber der wird so ungefähr auf dem Level von einem Jake Paul sein. Rein körperlich ist er sehr, sehr nah an dem, was Jake Paul vorzuweisen hat. Der ist, glaube ich, auch so 1,85, 1,86 groß und wiegt ja ungefähr so 90 Kilogramm. Wobei er jetzt, dadurch, dass er inaktiv ist, wird er ungefähr 100 Kilo plus drauf haben, ja, so wie der ausschaut. Also ich würde es mir natürlich erhoffen und wünschen, dass Mike Tyson den Kampf gegen Jake Paul gewinnt und dass er ihn einfach böse auf die Fresse haut. Wisst ihr, was ich meine? Das Problem ist jetzt nur, boah, keine Ahnung, wie viele Runden kann er wirklich so fit und so aktiv kämpfen?
Das ist so das Einzige, was ich mir als Frage stelle. In diesen Clips und so sieht er recht gut und recht spritzig aus, aber wie sieht es dann tatsächlich im Kampf aus? Und wie gesagt, wie fit ist er jetzt im Moment nach diesem ganzen Thema Rücken und Beine durch die Nervenkrankheit, ne? Weil, also ich glaube ehrlich, Mike Tyson hat immer noch durchaus die Möglichkeiten, den Jake Paul in den ersten 1, 2, 3 Runden wahrscheinlich, wenn er ihn gut erwischt, aus dem Ring zu fegen. Wenn das wirklich ein 100% ernsthafter Kampf wird. Aber ich mache mir halt Sorgen, wenn der Kampf ein bisschen länger geht. Ich weiß nicht, wie viele Runden und alles drumherum ist noch gar nicht so richtig klar. Wie viele Unzen und so. Es gibt ein paar Gerüchte, dass es 16 Unzen Handschuhe sein werden. Und es gibt dann noch so ein paar andere. Aber es ist alles noch nicht offiziell. Deswegen will ich da jetzt noch nicht großartig darüber reden. Aber nehmen wir mal an, die kämpfen 8 Runden gegeneinander, ne? Und in den ersten 2 oder 3 Runden ist Tyson spritzig, er greift ihn an, schafft es vielleicht sogar auch Jake Paul mal 1 oder 2 hart zu erwischen und auf die Bretter zu schicken. Gut möglich. Ich weiß nicht, ob er es schaffen wird, ihn eiskalt auszunocken, dass er den Kampf nicht weiterführen kann, aber ich glaube schon, dass Mike Tyson durchaus in den ersten paar Runden noch verdammt gefährlich sein kann. Und wenn er da einen knackigen Treffer landet, kann sein, dass ein Jake Paul sich hinsetzt. Die Frage ist nur, wie es dann später aussieht, wenn es Jake Paul eben schafft, diese Treffer wegzustecken und mit seinem einfach 30 Jahre jüngeren Körper, wird er einfach fitter sein über die Runden hinweg. Und dann über die späteren Runden, stell dir vor, der Kampf geht in die 6., in die 7. oder vielleicht sogar in die 8. Runde, wird Mike Tyson dann noch so spritzig und beweglich sein und so wachsam sein? Und kann er dann selber, wenn er mal so eine knallerrechte Hand kassiert, unterschätzt Jake Paul bitte nicht, Leute. Ihr habt gesehen, was mit einem Tyron Woodley passiert ist. Und Tyron Woodley ist ein richtig solider, strammer Kerl, der auch 20 Jahre irgendwas jünger ist als Mike Tyson. Der wurde mit einer rechten Hand erwischt und wurde einfach ins Nirvana weggenockt. Der lag in einer anderen Dimension. Und das ist das, worüber ich mir Sorgen mache. Stellt euch vor, so ein kracher Treffer landet bei Mike Tyson. Ich sag euch ehrlich, ich glaube nicht, dass er stehen bleibt. Vorausgesetzt natürlich, das wird wirklich ein seriöser Kampf und auch ein Jake Paul wird zu 100% Knockout-Power hinter die rechte Hand zum Beispiel packen. Das ist so das Einzige, worüber ich mir aktuell Sorgen mache. Einfach in seinem Alter, mit seiner Fitness in den späteren Runden, wenn da ein blöder Treffer durchkommt, wie Tyson den wegsteckt. Boah, also Powers. Ja, brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Jeder dieser Schläge, wenn er einmal gut trifft, ist Feierabend. Der Trainer muss nur aufpassen, dass er ihm gleich nicht noch einen Uppercut mit dem Schwanz gibt, ja? Weil er immer in Boxershorts trainiert. Es wäre mir so unangenehm, mit dem zu trainieren, ne? Stellt euch mal vor, er macht jetzt hier, schlägt Körperhaken und dann spürt ihr irgendwas bei euch so am Oberschenkel und das ist so der Schwanz von Mike Tyson, der euch auch noch Treffer unten rum gibt. Ja, Mann, hoffentlich so ein Treffer und Jake Paul geht schlafen. Genau so. Hoffentlich. Hoffentlich schafft er es, Jake Paul genauso in die Ecke zu packen und ihn so mit so einer schönen Dreier- oder Vierer-Kombination komplett auf die Bretter zu schicken. Oh, das wäre so ein geiles Gefühl, wenn das tatsächlich klappen würde. Und ich wünsche es mir. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, es klappt. Nur wie gesagt, die große Frage ist, ob die wirklich da ernsthaft kämpfen werden oder ob das vorher schon so ein abgespieltes Showdings wird und man so einen Showkampf draus macht. Abmachung, kein Knockout, keine harten Treffer und so. Ich weiß es nicht. Ey, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, das wird ein ernsthafter Fight? Und falls ja, wer wird diesen Kampf gewinnen? Glaubt ihr, dass Tyson in dieser Verfassung gegen einen Jake Paul gewinnen kann? Oder wird Jake Paul tatsächlich sogar das machen, vor was wir alle Angst haben und unsere Legende, unseren Mike Tyson ausnocken. Das würde mir absolutes Herz brechen. Egal, schreibt mir gerne mal eure Meinung. Ich bin ehrlich interessiert daran, was ihr dazu zu sagen habt. Und übrigens, die Tickets für unsere erste Ring Life Combat Series, für unser erstes Event sind jetzt auch schon online. Am 8. Juni findet es statt. Wenn ihr also noch Tickets haben möchtet, in der Videobeschreibung findet ihr die Tickets. Ich freue mich drauf, euch alle dort zu sehen. Also, das war's. Bis dann. Freunde, bleibt gesund. Ciao, ciao.